Die Salbung ist etwas, was in uns hineindringt, ein Öl. Es geht in die Haut und es verschwindet. Und genauso prägt der Heilige Geist den ganzen Menschen. Und der erste Gesalbte und einziger Gesalbte ist Christus. Das heißt, Christus heißt Gesalbter. Und der Priester darf sozusagen durch die Salbung teilhaben an Christus, so sein wie er. Nicht durch seinen Verdienst, aber durch ein pures Geschenk. Und deswegen ist diese Salbung so tief, sie dringt in der Seele hinein und sie ist unlöschbar. Sie kann man auch bis zum Himmel bleibt sie. Und das ist das größte Geschenk. Wie sind wir würdig, da an Christus teilzuhaben? Aber er tut es, weil er uns liebt und weil er uns vertraut.